Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Miss Survival mit Wouter, mit unserem Nameless. Tag 66, wenn das kein Zeichen ist. Wir machen jetzt noch eine Kleinigkeit hier oben. Dann möchte ich da unten mit euch das Tor schon mal aufbauen, dass wir mal einen Anfang kriegen hier drüben. Und dann gehen wir aber auf Tour heute. Ich brauche wieder Fleisch. Ich will zur Mine noch ein bisschen Zeug holen. Ich will ja die Granaten auch noch probieren und die Runde vorbereiten am großen Banditencamp. Dass wir da heute schon mal so eine kleine Mischrunde machen. Den räumen wir auch gleich noch ab, würde ich sagen. Jetzt will ich nur eine kleine Geschichte hier mal probieren. Ich habe schon mal angefangen, die Tische da drüben etwas schöner aufzusetzen, dass es nachher auch eine wunderschöne Gerade gibt. Ich hätte jetzt gerne einen Strahler gebaut. Ich brauche mal noch einen Strahler, weil eine Platine habe ich nämlich gestern gefunden. Wir brauchen, glaube ich, für den Strahler hiervon 8, 16, 24, 8 Stück. Kriege ich das Tor dann aufgebaut? Zumindest das Tor will ich heute machen. Ich gucke mal kurz. Au, aber eigentlich hätte ich die auch gerne gebaut für die NPCs. Das wären dann 10. Das wären 10. 10 und nochmal 10. Da brauche ich 20 Rohde. 20 Rohde. Das wird mir dann nicht reichen für einen Strahler, ne? Was kostet ein Strahler? 20 Rohde musste sein. 8 Stück. Ha! Das ist blöd, ne? 10 brauche ich hier. 10 brauche ich hier. Sind 20. 28. Ja, dann reicht es doch. Ja, dann reicht es doch. 8, 16, 24, 32. Ja, jo, das reicht doch. Super Geschichte. Also, pass auf. Hier ist natürlich, wenn ich den so rausmache, den so rausmache, komm mal her, warum habe ich dich jetzt überhaupt so rausgeschmissen? Dass wir mal die hier kurz, die werde ich wahrscheinlich zu Brennholz verarbeiten. Ich brauche ein bisschen Platz. Dann haben wir hier noch weiteres Brennholz bereits in Vorbereitung. Dann schmeiße ich dich ebenfalls raus. So, dann kann ich mir jetzt Dinger holen hier. Lalalalala. Ich bin sehr gespannt, weil. Wie das mit der Granate wird und wie beim großen Banditencamp, da werden wir auf jeden Fall eine Kleinigkeit vorbereiten. Ich habe nämlich vor, da was zu probieren. Ob es klappt, werden wir natürlich sehen. Gehen die nicht übereinander noch? Nö. Leider nicht. Dann ist das, das und das. Dann ist das, das und das. Die kann ich noch übereinander snappen. Das kannst du reinhauen. Dann sind wir auch satt. Dann holen wir uns später einen Bär. Dann sind wir auch ein bisschen unterwegs. Und dann gucke ich, dass ich gegen Ende der Folge zur Mine rüberfahre. Offscreen und ein bisschen Zeugs besorge. Und dann passt es normalerweise. So, für den Strahler reicht es. Ich will doch einen Strahler bauen. Ich weiß, dass ich mittlerweile an der Kapazitätsgrenze bin. Das heißt, noch mehr Lichter können wir uns fast nicht erlauben. Ich will nur mal kurz was gucken. Dann kann nämlich sein, dass ich sie neu anordne. Jetzt move ich den Herrn Strahler mal darüber. Erstmal hier hoch. Da muss ich nachziehen. Dann move ich dich hier rüber. Lass los. Jawohl. Geil. Ja, klar. Ja, klar. Und wenn ich das jetzt ordentlich mache, kann ich den kompletten Innenhof ausleuchten. Ich muss allerdings noch laufen können. Das wäre so mein privates Glück. Nee, nee. Guck mal, wenn ich ihn ganz knapp hier hinstelle. Geile Geschichte. Turn on. Normalerweise. Ja, ich bin mal gespannt. Ich mache mal ganz kurz an. Es wird kurz zittern. Kennt ihr ja. Er hat das Licht angemacht. Spiel. Junge, Junge. Oh, da musst du immer noch ein bisschen aufpassen hier. So. Und den will ich dann einfach nochmal ganz kurz so ein bisschen einstellen, indem ich ihn mit Zähne. Ja, so kegelt er dann hier zu. Jetzt stell dir vor, ich hätte hier oben zwei, drei von den Strahlern gesetzt. Dann können wir hier so eine richtige Kampfarena. Normal gehört drüben noch eine Brücke hin, dass von beiden Seiten so drauf leuchtet, ne? So, ich mache erstmal die FPS wieder gut. Schwupp. Sehr schön. Jetzt pass auf, jetzt schnappen wir uns die Materialien, die ich brauche, zumindest für dich. 10, 20, 20 Nägel habe ich. Was brauchen wir hierfür noch? 20 und 2 Baum. 2 Baum. Und ich bräuchte jetzt die Bretter wieder. Habe ich es vorhin abgezählt wahrscheinlich, ne? Die Bretter und dann bräuchte ich hier auch nochmal 20er. Da wird es natürlich jetzt materialtechnisch knapp. Ne, wird es nicht. Also 1, 8, 16. Nehme ich nochmal 8 alle mit. Das müsste es doch schon gewesen sein. Das Hühnerfutter packe ich jetzt mal hier rein. Da müssen wir natürlich jetzt noch anordnen und umsortieren und so. Also zu tun hätten wir echt schon noch genug. Halt viel Gruschelzeugs, ne? Meine Taschen sind auch voll und so. Jetzt gehen wir aber erstmal rüber geschwind. Also, definitiv ist es halt so. Hier sind wir safe. Sind meine Hühnerle noch da? Ja, die sind noch da. Und der Herr hier hat sogar noch was gefuttert. Hast noch Körner gefunden. Den sollten wir auch mal aufstellen. Vielleicht mittig irgendwie habe ich was gelesen, würdet ihr sagen. Dann mache ich ihn mal hier hin, dass er von allen Seiten zugänglich ist. Ist da noch Wasser drin? Nee, das Wasser ist getrunken, ne? Vielleicht ist er verdunstet, wer weiß. So, an der Tanke haben wir ja immer
Extrem viel. Hallo, Maya, Servusle. Hier hinten war viel los, ne? Weil die hier hinten rumlaufen und die will ich jetzt ein bisschen zentraler platzieren. Meine NPCs, so dass wir hier vorne das Kampfgeschehen bekommen. Dann würde ich mal sagen, dass ich hier das Kevin leer. Ich sage immer Kevin, jetzt seit ich bei einem gelesen habe, dass er Kevin verstanden hat. Seitdem sage ich es jetzt auch, ne? So bin ich zu euch. Ich gebe euch da ja recht, ne? So aus Kevin, Kevin. Soll man das so leicht in Stein reinbauen? Stört es jemand? Mich stört es nicht. Nö. Es sei denn, die NPCs glitschen, dann muss ich es abbauen, ne? Ach komm, Risiko, Risiko. So, 8 Stunden dauert das Kistle. Dann müssen wir die Nacht noch rumkriegen. Unwahrscheinlich, wenn wir gleich in den Nebel kommen. Ich baue es jetzt mal auf. Wenn der Nebel kommt, breche ich es natürlich ab. Dann gehen wir hoch auf die Brücke. Ich muss halt jetzt gucken. Jetzt müssen wir ein bisschen Ordnung schaffen, Munition herrichten und dann gehen wir auf jeden Fall nochmal on Tour. Das haben wir uns ja auch verdient. Wenn jetzt der Nebel käme, würde ich ihn durchlaufen lassen. Wenn er jetzt kommt, kann es knapp werden. Ne? Risiko, Risiko, Risiko. Scheiße. Erstmal die Augen aufgerissen und weg und weg. Da schießt schon wieder einer. Ich dachte, dass wir vielleicht schnappen. So, ich guck mal eben, ob sie mich schlafen lassen, eine Stunde noch. Eine Stunde schlafen. Yes. Sehr geil. Er hat schon wieder Durst und Hunger. Oh, nehm das. Du verbrauchst aber auch Zeug hier. Dafür müsste aber, glaube ich, oben das Wasser durch sein. Dann müssen wir wieder 10 Liter Frischwasser haben. So, das war's. Dann können wir jetzt ganz kurz wieder runter. Wir rennen da vorne am Tor rum. Scott bestimmt, oder? Das ist mir schon klar. Und dann in Panik. Digga, ich glaube, du hast es erledigt. So, wenn ich sie jetzt hier praktisch hinziehe, dann müssten sie näher in dem Bereich unterwegs sein, ne? Probieren wir mal. So, ihr habt alle Permission. Mir ist es zum Beispiel egal, ob ich oben oder unten spawn. Bub. Ah, volle Freiheitsgott, oder? Wo sind die Mädels? Was sind die Mädels? Eine steht hier. Und Kate? Ja gut, die müssen jetzt erst kurz wieder zu sich kommen. Kate läuft da drin rum. Kann aber sein, weil die oben Permission hat. Ich weiß es nicht. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Ich schicke den Kollegen mal weg hier. E-Interact. Assign Work. Yes, cut down trees. Cut down trees, cut down trees. Alter, baust du mir die Hütte ab? Der kann aber nicht die Hütte abbauen, oder? Du, vielleicht hat sich's auch gleich erledigt, ne? Vielleicht haben wir gleich Hütte gehabt. So, pass auf, bevor die da hinten raus switcht. Überhol sie, nehm les. Mach mal hier hinten wieder zu. Schawübbel. Und. Jetzt sind wir mal gespannt. Jetzt haben wir sie auf jeden Fall mal umdesignt. Umassigned. Ah ne, guck mal, der kann von seiner Hütte aus oben Bäume fällen. Das kann aber nur der Scott. Der hat da so eine Art Laser-Tech-Axt. Die hat nur er. So, jetzt können wir hier noch ein bisschen was machen, glaube ich. Can't reach there. Dann geh aus der Hütte raus, Alterle, und motz nicht. So. Es wird Nacht hier im. Also ein Pfeil. Ich dachte gerade, da liegt Munition. Wieso? Jetzt pass auf. Dann geht es natürlich hier später weiter. Und da würde ich jetzt aber mit leider, dass wir auch hier später hochkommen. Ich werde aber hier vorne natürlich keine Türme aufziehen. Ne? Türme haben wir genug, glaube ich. So. Machen wir das hier so ein bisschen rein. Hier würde ich dann eins hinbauen, auf jeden Fall. Und hier möchte ich aber dann schon in die Schrägen gehen. So, wir zeichnen gerade mal noch so zwei, drei an, würde ich sagen. Bevor wir dann die Kisten kurz oben sortieren. Es wird jetzt eh Nacht, dann passt es ganz gut. Dann haben wir da auch einen Haken dran. Ja, nur ein bisschen hintere, so leicht angeschrägt in die Richtung. So, und da müssen wir dann gucken, dass wir zur Kante vorkommen. Da ist das Ding dicht. Hier müssen wir natürlich dann noch eigentlich eins ransetzen. Wir gucken mal, ob es snappt. Oder wie sich's verhält. Machen wir einfach ganz normal No Ladder. Ich mag die Auslässe oben, wo man rüberschießen kann. Ja, das ist doch okay, oder? Ich kann den natürlich auch so machen. Dann sitzt da hier zwar Stückle drin. Aber das Ding ist schön, ne?
So, nimm das mal mit. Alles klar. Jetzt ist natürlich schade, dass du nachts das Licht nicht an. Ich bin mal gespannt, ob das hier klappen durch. Sag mal, hatte ich nicht noch eine Lampe gestern irgendwo da vorne hingesetzt? Wenn wir Glück haben. Hatte ich nicht hier eine Lampe hingesetzt? Ich bin mir nicht mehr sicher. Vielleicht oben. Ich dachte, dass ich sie hier hingeballert habe. Weiß es nicht mehr. Jetzt pass auf. Die Koffer, die können wir ja auch schon mal hochmachen, oder? Dass mal alles oben ist. Ich muss es ja irgendwann wegräumen. Machen wir jetzt aber nicht in der Folge heute alles. Nur kurz den Spind würde ich kurz wegräumen wollen. Pass mal auf, wenn ich die Kante eindrehe. Tschack, dann bleibt da oben. La, li, la, 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 la. Ja, wir müssen es ja wegräumen. So. Ja, dann holen wir uns einen Bär. Dann holen wir uns heute einen Bär. So, das Thema ist auch erledigt. Jetzt pass auf. Jetzt pass auf. Ah, ist halt überall Zeugs drin. Halt. Das war falsch. Du hättest gerne den da oben gelüpft. Kriege ich den da hoch? Geht nur darum, dass er irgendwie oben kurz hebt. Sehr schön. Du, ist natürlich selbes Spiel. So. Ja, im Prinzip Locations haben wir halt jetzt schon gesehen, ne? Wenn die Mine aufgeht, das wäre auf jeden Fall eine coole Runde gewesen. Eine Minenrunde hätte ich Bock gehabt. Mal gespannt, ob sie den Berserker umgestaltet haben dann oder so, ne? So, hier ist natürlich, eigentlich ist das hier für die Garage. Wenn ich schon gerade da bin. Das würde ich dann tatsächlich auch. Ist halt alles voll. Aber den Motor, den können wir doch einen schönen Platz hier geben. Guck mal, da ist sogar ein Motorsitz. Wenn der natürlich hier neben wird, wäre es geil. Aber das macht er jetzt wahrscheinlich nicht. Nee. Dann setze ich ihn hier rein. Ich glaube, da hatte ich sowieso mal den Ersatzmotor sitzen hier drin, oder? Ja. Sehr geil. Das räume ich dann später alles schön auf. Zack. Ist das Tor schon wieder auf? Ich drehe so durch mit denen. Ja, wir brauchen da hinten eine Lampe jetzt. Ich weiß zwar nicht, ob die Reichweite vom Generator so weit geht. Das können wir mal kurz checken. Damit da später, wenn ich einmal das Licht anschmeiße, dass wir sehen, ob es überhaupt was bringt. Allerdings muss ich kurz mal anmachen, gucken, welche ich da jetzt eben wegnehme. Die da. Die nehme ich mal weg. Pickup. Achso, ich kann ja kurz vortesten schon mal. T war es, gell? Geht's bis zur Hütte oder nicht? Ah, nee, knappe Geschichte. Scheiße. Müsste ich einen Generator versetzen, habe ich jetzt aber keinen Bock drauf. Da habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf. Das machen wir dann die Tage vielleicht. Jetzt pass mal auf, ich gehe hier von der Schaufel weg auf die 2. Nee, auf die 2. Dann setze ich mein Lämpler hier wieder hin. So irgendwie. Irgendwo hier. Wieso macht es das jetzt nicht mehr? So. Werkstatt ist beleuchtet. Wie sieht denn das jetzt aus, was wir hier gemacht haben? Der Strahler, ne? Ja, auf jeden Fall wird sich wahrscheinlich das Angriffsbild verschieben. Und die werden nicht mehr hinter der Tanke kämpfen, sondern vor der Tanke. Und das wäre das Wichtigste. So, das Ding aus. Kannst du eh nicht mehr. Es wackelt zu sehr. Okay, würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall ein bisschen organisiert. Dann haue ich jetzt die Spins raus, nehme zwei gelbe, grüne Kisten mit nachher für den Bär. Allerdings nicht die. Die gebe ich jetzt einfach mal hier rüber. Wir müssen ja jetzt hier nicht alles durchgruscheln. Das nehmen wir auch mit. Was ich jetzt nicht weiß, deswegen gucke ich da mal ganz kurz rein. Hier haben wir auf jeden Fall noch was zum Futtern. Das nehme ich mal mit rüber. Dann haben wir hier nichts zum Futtern, aber das kann hier mit rein. Die Sticks. Ich räume das dann alles später irgendwann weg, ne? So. Aber das braucht Zeit. Dann ist hier schon mal die Kiste voll. Ist okay. Schläger brauchen wir heute auch nicht. Tape kann ich hier drauf machen. Bäumstämme schmeiße ich raus. Du kommst hier. So. Im Groben und Ganzen. So, die will ich allerdings alle oben haben. Die Frage ist nur. Sie können wir nämlich jetzt dann auch gleich oben einräumen schon mal. Aussortieren kann ich sie dann immer noch. Sehr schön, das hat schon mal hinkommen. Hey, die machst du weg. So, wenn ich vom Auto aus hinzoome, geht es dann noch besser normal, oder? Ist er drauf? Ja, passt. Kann ich sie oben wunderschön wegnehmen. So, das bleibt halt am Ende, wenn du alles gesehen hast, ne? Gruschelei ohne Ende. Aber wie gesagt, den Banditenspot, den geben wir uns nochmal. Und zwar
Richtig schön. Ich will jetzt gleich gucken, deswegen mache ich hier jetzt auch tatsächlich die Arbeiten. Es wird jetzt Nacht, die Blauen kommen gleich. Sollten wir mal gucken, ob unsere Herrschaften hier schon irgendwas damit machen. So, dann ist die Geschichte erledigt. Sind die zufällig leer? Die ist leer, die nehmen wir schon mal mit. Einmal leer für den Bär. Drei Stück hätte ich gerne drauf. So als fest installierte Kisten würde ich einfach sagen, ne? So. Du kannst ja dann immer noch was vorne dran stellen. Ja, so ist doch okay. Dann haben wir auf jeden Fall Platz. Die ist auch leer. Durch das, dass ich diesen Bug hatte mit den Doppelkisten, können wir uns auch welche erlauben, aufs Auto fest zu installieren. Ich kann natürlich auch mit dem anderen Auto fahren, ne? Da haben wir ja auch Platz. Ey, lass mal ganz kurz überlegen. Vielleicht ist es sogar sinnvoller. Weil. Also hier, wenn ich drei Stück drauf mache, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, habe ich 30 Platz. Der ein oder andere wird schon wissen, wie viel Platz das Ding hier hat. 2, 4, 6, 8, 10, 20, 25. Das heißt, wenn ich mit dem Auto fahre. Ich nehme den Pickup, ich fahre mit dem am liebsten. So. Stückler, hast du da drüben, bist du nicht mit rübergezogen? Offensichtlich nicht. Wenn die noch leer ist, packe ich sie noch drauf. Sehr geil. Also, dann gucken wir jetzt ganz kurz oben, dass wir die Spins wenigstens noch einräumen zusammen. Und dann fahren wir noch den Bär machen. Nehmen wir uns ein paar Waffen mit. Die Spitzhacke brauche ich, dass ich in der Mine erzen kann. Dann machen wir das heute noch. So, kurz rüber. Bisschen vor, bisschen rüber, bisschen hintere. So, das reicht doch. Drei Kisten, 30 Plätze plus Inventar. Soweit haben wir alles weg, bis auf die hier. Das ist aber auch kein Problem. Dann gehen wir jetzt kurz nach oben. La 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 la. So, der hat schon wieder Hunger. Warte, jetzt gibt es nur einen Riegel. So, pass auf. Nägel können raus, das kann raus. Die Spitzhacke, ich hoffe, dass wir die gleich wiederfinden. Ich nehme aber an, dass die oben ist in meinem Kämmerle. Gucken wir mal eben. So. Und vor allem nur ganz kurz nach dem Wasser geguckt. Ja. Ein bisschen was habe ich sogar schon rausgeholt. Ich fülle das jetzt einmal auf hier, das müsste reichen. So, ist das erledigt. Dann brauche ich die Spitzhacke für die Mine. Sehr gut. Oh, die hat jetzt ja für einen Minengang reicht sie noch. Dann haben wir das, das und das. Ansonsten brauche ich für die Mine nichts. Dann lege ich das hier mit rüber. Das brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Also so, stopp, 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 stopp. Zum Bär ausweiten nehme ich doch das mal mit. Und falls ich noch irgendwie einen Hammer kann man immer dabei haben. So, die Schaufel kann aber hier rüber. Der Wagenheber, den nehme ich auf jeden Fall mit. Die Geschichten räume ich jetzt noch gleich weg. So. Alles klar. Komm, wir bereiten uns vor für die Reise. Dann schlafen wir, stärken uns so gut es geht und hauen wir ab. Ich hoffe, dass noch mal ein paar Blaue kommen gleich. So, hier ist Salz drin. Hier sind die Sachen drin. Dann mache ich das damit rüber. Dann gehen wir an die Werkbank, die Nägel wegräumen. Da suche ich sie nämlich am ehesten. So, und die roten Komponenten, die können wir hier auch wegräumen. Und schon sind wir wieder einigermaßen aufgestellt, ne? Jetzt pass auf, die hätte ich noch gern wegräumen, geschwind. Das machen wir jetzt auch noch. Ich nehme die schon mal weg. Die sind zwar noch voll, aber ich habe ja gesagt, dass ich hier so das Kistenlager hinbasteln will, ne? Und zwar so zweireihig irgendwie. So. Hier dann praktisch eine hin, dann könnte man die. Ich muss mir das angucken. Kann auch sein, dass ich es so mache. Ich weiß nicht, wie viele insgesamt da sind. Ich baue dann irgendwann mal drei rote Spins für unser Auto und dann ist gut, ne? So, die auch noch rüber. Gruschtelei gehört dazu. So. Dann machen wir das vor. Na? Ja, kann man ja immer noch schön machen. Wichtig ist mal, dass alles da steht, wo es sein soll. Jetzt pass auf. Der spinnt. Der spinnt doch, der spinnt. Du musst jetzt habe ich es natürlich genau hier an die Ecke gestellt, wo es so richtig schön knapp ist, ne? Hat wieder einer zugemacht. So, pass auf. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wir drin angeordnet waren. Ich nehme mal an, dass ich jetzt demnächst mal im Tableau vom Licht gucken muss. Ich krieg's nicht rein, wieso nicht? Nochmal von hier probiert. Jetzt. Ja, die stehen schon ziemlich dicht da drüben. Ein bisschen Lücke hätte ich schon gern lassen. Hier passt noch einer hin. Und zwar erstmal hier so rüber. Dann an die Wand.
Und dann schnapp ich es mir hier nochmal. So. Nochmal ein Stück hinterher. Ja, ungefähr, ne? Ja, aber bevor wir jetzt hier versauern, würde ich sagen, wir hauen ab, oder? Dann haben wir auch noch genug Zeit, den Bär zu erwischen. Ich würde ganz kurz... ich penne hier, bis sie mich einmal wach machen. Ich will das kurz sehen. Ob da wirklich jetzt vorne die Action geht. Okay, ich konnte nicht durchschlafen. Das ist schon mal sehr gut. Unten steht auf jeden Fall eine. Jetzt pass auf, ich mach mal an. Ich mach mal unseren FPS-Krieger an hier. Und geh mal auf die Brücke und schau mal, ob da irgendwie... Ich höre allerdings keine Schüsse, ne? Guck dir das an, wie geil das jetzt ist hier. Ach, da habe ich die Lampe hingehängt, da unten. Ich probiere nochmal zu pennen. Kann das sein, dass ich jetzt hier so viel zugebaut habe, dass die gar nicht mehr spawnen? Ne? Vielleicht tatsächlich auch durch die Brücke, weil wir haben ja gestern gesehen, dass der gar nicht mehr so richtig aggro wird hier. Vielleicht kommen sie erst gar nicht mehr. So, eine Stunde noch, dann ist das Thema auch durch. Keine Schüsse gehört, ne? Also im Prinzip. Alles gut. Jetzt pass auf. Ich mache das Licht wieder aus. So, und schon läuft es wieder cremig. Wir brauchen auf jeden Fall am besten... Bogen habe ich. Ich nehme mal noch die drei Pfeile mit. Ich nehme Speere mit. Hier brauche ich mich jetzt nicht bemühen. Die hier war, glaube ich, für das Scharfschützen, gell? Und eine Shotgun. Habe ich auch noch Revolvermunition? Hier ist Revolvermunition, die nehme ich jetzt noch mit. So. Die nehme ich mit, die nehme ich mit. Die brauche ich dann erst in der Mine. Wir gucken kurz durch, was wir haben. Hier haben wir 10 Schuss. Ich lade schon mal auf. Ja, ja, dann hauen wir jetzt ab. Ich gucke mal, ob ich unten noch ein Dösle finde oder irgendwas zum Essen. Schnappen wir uns einen Bär, weiden den noch zusammen aus. Und morgen hole ich euch dann praktisch bei der letzten Minenrunde wieder ab, so wie wir schon mal gemacht haben. Fahren wir heim, dann bauen wir die Wallpfanne fertig, das Stück. Dann bereiten wir die Runde vor für das Camp, fürs Große. Und machen davor aber noch die Zaunreihe oben durch, dass wir wirklich einmal durch sind, ne? So. Jetzt hast du zumindest ein bisschen Munition in deinen Waffen drin. Lass mich nochmal gucken. Ich habe ein Messer dabei zum Bär zerlegen. Ich habe die Axt dabei. Mehr brauchst du, glaube ich, nicht. Das ist dann später hier. Dann gehen wir noch kurz in die Pfeilgeschichte. Sind zwar nicht viele, aber besser als nichts. So, Wagenheber ist dabei. Hunger. Hunger, Beiß in Zunge. Guck mal, hier habe ich auch noch genau die richtige erwischt. Nehmen wir uns mal eins mit, falls es mal wieder länger dauert. So, Leute. Dann ziehen wir jetzt gleich los. Ja, das mache ich dann morgen mit euch. Mine heim, dann bauen wir vorne die Front auf, dass wir einmal wirklich zugemacht haben. Und dann fehlt uns eigentlich nur noch die Zaunreihe oben. Und dann sind Bauprojekte technisch hier an der Base erstmal grob alles durch. Ne, wisst, was ich meine? Da drüben die Zaunreihe, wo die ganzen Bäume gefällt sind. Und hier... Muss ich mal rüber gucken, ob das Snipey da ist. Und hier machen wir auf jeden Fall auch dicht, ne? Ne, du musst auf die 3 und dann schiele ich jetzt mal hier rüber. Tatsächlich, er läuft, da kommt er gerade. Ups, vor lauter Schiss, dass er mich sieht. Was schon der Wahnsinn ist, dass er eigentlich noch nie rübergeschossen hat. Ne? So, jetzt hau mal ab. Jetzt aber. Keine Blauen mehr gekommen. Vielleicht haben wir tatsächlich so viel hier gewirtschaftet, dass die gar nicht mehr hierher kommen. Das ist natürlich auch blöd, dann wird es langweilig nachts, ne? So, ich gucke natürlich nochmal nach den Hühnerchen. Natürlich. Ich gucke immer, ob die noch da sind. Jo, beide noch da hinten drin. Verwirrt bis oben raus. Da haben wir jetzt schon alles gerichtet. Den muss ich auch wieder gießen hier. Die wachsen langsam wieder, ne? Seid ihr noch halbwegs so? Ja, ich muss sie demnächst gießen. Wenn ich heimkomme, mache ich das gleich. Alles klar. Ich gucke nochmal ganz kurz hinten die Tanke, ob die Blauen da waren. Ne, es war eine der ruhigsten Nächte, seit ich zock. Dann kam das Ding hier auch wieder raus. Ah, herrlich. Sodele. Also, meine Lieben, ihr passt hier schön auf. Der Baba geht geschwind Beere holen. Holen wir natürlich da, wo wir uns auskennen, ne? So, Licht an. Au, pass auf, da ist doch dieses neue Gebäude. Okay, stopp. Ich finde es geil, mittlerweile aus seiner Basis hier rauszufahren. Hier mit unserer Brücke, mit unserer Brückenidee.
So. Drive me crazy. Zischen wir. So machen wir das jetzt. Dann haben wir auch wieder. Na gut, Fett brauche ich im Moment ja gar nicht. Wir haben so viel Fett gerendert. So, wir nehmen natürlich die Hauptstraße. Versuchen an der einen Stelle aufzupassen. Ich bin gespannt, ob wir wieder den Tor machen. Ob wir wieder durch die Map fliegen hier. Ey, das Auto kriegt richtig Speed drauf, ne? Und hat einen unheimlich langen Bremsweg. Und wenn du jetzt Space drückst und dich ein bisschen bewegst, dann schert er so aus, ne? Du bist zu weit gefahren, ne? Du wolltest zum Weißen Haus nämlich. Ich wollte tatsächlich so fahren, wie die meisten von uns fahren. Weil es einfach der beste Weg ist. So, wenn ich hier durchsaus, ne, siehst du da vorne. Den können wir uns die Tage auch mal noch holen, oder? Den Pickup hier. Ich weiß jetzt bloß nicht, habe ich da schon was eingebaut? Wir gucken mal eben. Hast du gesehen, hat das Auto schön drum geschoben. Ey, der ist komplett leer. Ja, dann nehmen wir halt alles mit, oder? Aber den könnte man echt herrichten. Haben wir eigentlich hier mal geguckt, ob die Schränke Loot hatten? Nö. Neu. Da waren wir schon. Den hole ich mir noch, den Pickup. Warum nicht? So, jetzt müssen wir die Straßensperre umfahren. Das heißt, wenn ich jetzt hier. Hier kann ich doch schon vor, oder? Ja, vielleicht ein Stück weiter hinterher hätte ich fahren müssen. Da stehen noch so viele Autos hier rum. So, und jetzt pass auf, du kommst nämlich jetzt gleich wieder bei deinen Freunden vorbei. Das war auch eine Aktion hier, ne? Banditen im Rücken, Nebelzombies. Wahnsinnsgeschichte, der Bär noch vorne dran rumkopft. So, hier fahrst du einfach nur schnell vorbei. So, und jetzt brems. Jetzt parke ich hier rein, würde ich sagen. Obwohl, ich fahre lieber zur Tanke vor. Das sind wir erstens mal ein ganzes Stück weiter weg von den Bandidos. Außerdem ist der Bär ja meistens da vorne hier, ne? Wenn er noch irgendwo ist heute. Außerdem kenne ich mich bei der Tanke aus. So. Müssen wir natürlich erstmal suchen, ob er da ist. Licht aus. Motor aus. Aus die Maus. Da drüben ist er. Das hat ja super geklappt. Ey, irgendwie. Kurzer Moment. Der ist schnell, gell? Der ist so schnell, Alter, ne? Ja, ist gut, Alter. Du weißt doch, es ist nie so gemeint. Hier habe ich ihn übrigens am liebsten, ne? Bist du heute immun? Nee. Habe ich doch eine Kugel getroffen, denke ich, oder? Nee, war genau der richtige Schuss. Was war denn da jetzt alles gelegen? So viel habe ich doch gar nicht rausgehauen. Sehr schön. Er liegt super, gell? Der liegt super, Leute. Fahre ich genau rückwärts jetzt hin, wenn es geht. So. Er muss noch ein bisschen rüber. Nee, weiter rüber. Ich finde das Geräusch geil, dass das hier macht. So reicht's, oder? Muss ja nicht schön sein bei der Apokalypse. Dann haben wir das tatsächlich geschafft. Bär liegt. Wir machen den jetzt noch sauber. Und dann ist gut. Was nehmen wir mit? Hauptsächlich Fleisch, würde ich sagen. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Fleisch und Fett. Timespend? Nee, cancel. Da, hier. 2 Stück, halbe Stunde. Auf geht's. So, Leute, dann haben wir wieder was zum Futter, nämlich. Problem ist, wenn ich in die Richtung gucke, sehe ich nicht mit dem Nebel richtig, ne? Mach den mal weg. So. Was nehmen wir mit? Hallo? Bär? Achso. Ich bin der Held. Leder brauche ich keins. Die Dinger brauche ich auch nicht. Die haben wir so viele momentan. Die 10 Fleischeinheiten nehme ich mit. Und die Sachen nehmen wir mit. 4 Stunden, das könnte sogar nebelfrei über die Bühne gehen. Dann können wir noch zur Scheune durchfahren. Fahren wir noch kurz zur Scheune an der Schmiede vorbei. Ich glaube, da waren noch ein paar Mats drin. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Und von da aus dann zur Mine. Machen wir dann morgen auf jeden Fall, hole ich euch bei der Mine ab, ne? Oh, jetzt liegt erstmal alles im Dreck. So muss sein.
So, pass auf. Jetzt haue ich das hier rüber. Dann kann ich das andere aufsammeln und schon haben wir das erledigt. Wie man Routine kriegt, ne? Am Anfang habe ich noch eine komplette Folge. Hab ich gedacht, okay, dann holen wir den Bär, dann fahren wir hier, dann machen wir das. Und dann jetzt mittlerweile ist es so eine Aufgabe, die man so zwischendrin erledigt. So, Leute. Hat super hingehauen. Ach, herrlich. So, was habe ich denn da alles jetzt fallen lassen? Hauptsächlich Fett, wie mir aussieht, ne? Kann ich dich mit dem Hammer rüberstumpen, dass ich da Platz habe? Nee, ne? Ich komme nicht an mein Fett. Fett? Fett. Sind aber auch nur zwei Teile. So, hier ist alles durch. Leder. Aber weißt du, was wenn wir jetzt schon hier sind? Was kostet mich das zeitmäßig? 2,5 Stunden. Komm, ich mach's. Dann haben wir das Zeug halt alles dabei. Wenn Nebel kommt, hocke ich ins Auto und dann fahren wir zur Scheune durch. Nebel, ne? Komm ja auch noch. Ich bin auch schon ewig nicht mehr im Nebel gefahren. Ich speichere. Haben wir jetzt das Leder mit? Ja, ist alles da. So, Game ist gespeichert. Dann fahren wir runter zur Scheune und dann mache ich da aus. Irgendwo, ich weiß nämlich nicht mehr, wo die Stelle war hier, die Fliegstelle. Ich weiß es nicht, aber hier auf dem Mittelstreifen darfst du nicht fahren. Das ist genau das Problem. Hier ist schon der erste. Haben die eigentlich. Die haben keine Angst vorm Auto, ne? Die hauen drauf wie früher. Nur der Bär rennt mittlerweile weg. So. Alter, das ist aber auch eine geile Irrfahrt hier durch den Nebel, oder? Ist besser mit Licht oder ohne? Das spielt keine Rolle. So ein Stück musst du noch. Hier kannst du rein. Schon sind wir da. So. Was mich gerade fragt, haben wir damals. Erinnert ihr euch an die Scheune vom Nachbar? Ah, die haben wir durchgesucht, gell? Da dürfte man nichts offen haben. So. Wie gut, dass wir hier auf jeden Fall die Türen zu haben. So, fahren wir kurz rein, oder? So, alles klar. Kannst du. Ich mach's aus. Aber oh, jetzt habe ich genau so geparkt, dass ich nicht drankomme. Guck mal. Zu, zu. Revolver in die Hand. Für alle Fälle. Ich habe da bestimmt überall auf. Hey, hier ist dicht. Moment, hast du nochmal davor geguckt, geschwind? Was war da gelegen? Ah, das Lagerfeuer. Die Lilim dim Aun. Die Lilim dim Aun. So, meine Lieben, dann würde ich sagen, machen wir morgen auf jeden Fall eine kleine Minenrunde. Nicht so lang, aber wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Material halt. Und da kommt der nächste. Hast du uns kehrt? Hast du uns kehrt, Mursche? Zwei Stück. Oh! Knutscher! Knutscher, guck mal. Alterle. Oh, den habe ich verfehlt. Haben sie sich geküsst? Hallo? Keine Freundin? Das ist das Problem mit der Munition. Deswegen müssen wir Material holen. Ich habe so viel Spaß am Rumschießen. Machen wir kurz mal sauber hier. So. Alles klar, Leute. Wir sehen uns morgen wieder. Würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Dann bereiten wir so ein bisschen die Runden schon mal vor. Wie gesagt, nochmal die Defense fertig ziehen. Und dann hauen wir ab. Dann hauen wir ab zum Banditencamp nochmal. Aber ich wusste gar nicht, dass hier das Fenster war. Schön. So, bis morgen.